Und hallo zusammen, ich bin Vlata4, Kabirkov, sehr gay. Ist das ein Außerirdischer oder was? Das ist... Wie krass. Ein fliegendes UFO. Was ist das? Krass, sie greifen die Erde an. Jungs, das ist kein Scherz, das ist Krieg. Sieht aus wie eine Alien-Invasion. Oh, verdammt. Jungs, schaut mal. Aliens greifen an, lauft, Jungs! Jungs, hier lang, hier lang! Das sieht nach einer Alien-Invasion auf der Erde aus. Verdammt, zum Glück haben wir einen Bunker und können uns darin verstecken. Genau, Leute, ihr wusstet es wahrscheinlich nicht, aber wir haben für den Notfall gesamte 3 Bunker. Lasst ihn mich euch zeigen. Der erste Bunker für den Fall einer Zombie-Apokalypse. Den lassen wir erstmal sein. Ein Kartonbunker für den Fall einer Roboterrebellion. Jungs, und hier ist genau das, was wir brauchen. Das ist der Kartonbunker für den Fall einer Alien-Invasion. Jungs, ich schlage vor, dass wir keine Zeit verlieren und uns darin verstecken, Alter. Auf geht's. Also, Jungs, lasst uns diesen Planeten retten. Ja! Yeah! Los geht's. Wie tief das ist! Wow. Oh. Was gibt's? Jungs, alles klar. Folgt mir jetzt. Aber was ist los? Wo ist der Gay? Sehr gay. Ich komme, ja. Also Jungs, es scheint, als wären wir in Sicherheit. Mann, habt ihr gesehen, wie diese Aliens uns verfolgt haben? Also wie ihr seht, drehen wir heute im Kartonbunker. Wenn dieser Bunker für eine Alien-Invasion gemacht ist, sollte er auch eine Lösung für das Problem bieten. Ja, vielleicht eine Art Waffe oder vielleicht gibt es dort eine echte Militärbasis. Das steckt innen. Das werden wir herausfinden. Aber das Schicksal der Menschheit liegt schon wieder in unseren Händen. Also was sehen wir? Das ist der Eingang zum Bunker. Wow. Jungs? Wow. Leute, das sehe ich zum ersten Mal. Los geht's. Wow, was denkst du? Unglaublich! Jungs, ich glaube doch, dass das kein Kartonbunker ist. Alles hier ist aus Alufolie. Lass uns nachsehen. Ah, doch, aus Karton. Warum ist das so gemacht? Die Aliens können Gedanken lesen. Das ist eine spezielle Beschichtung, die verhindert, dass unsere Gedanken gelesen werden können. Schließ die Tür! Okay, Jungs, wir sind sicher. Lasst uns einmal umsehen. Hier gibt es einige Schränke. Öffne sie. Oh. Wow. Jungs, ich glaube, es ist hier nicht sicher, in normaler Kleidung zu sein. Also müssen wir uns umziehen, Alter. Also was? Vollständiger Schutz? Und jetzt sehen wir aus wie ein Team, Alter. Team A4. Ich sehe eine Tür. Aber sie ist verschlossen. Aber hier gibt es einen Knopf. Drücken wir drauf. Bitte desinfizieren. Bitte desinfizieren. Desinfektion. Wow. Die Tür hat sich geöffnet. Ich sehe hier eine Dusche. Und ich sehe dort eine Art Brause. Vermutlich müssen wir hineingehen, den Knopf drücken und dann werden wir desinfiziert. Und die Tür wahrscheinlich geöffnet, Alter. Komm rein. Ein Desinfektionsraum wie in echten wissenschaftlichen und militärischen Laboren. Nun, Serge, drück den Knopf. Oh! Es riecht nach Desinfektionsmittel, Jungs. Ich denke, das war's. Wir können rauskommen. Los geht's. Puh. Das ist genial. Ich denke, solche Sachen sollten überall verteilt sein. In jedem Einkaufszentrum, in der U-Bahn, überall. Elon Musk, wer soll? Nun, Jungs, Alter, versuchen wir mal jetzt die Tür zu öffnen, Alter. Ah, das Schloss ist offen. Oh, also gehen wir mal rein. Wow, Jungs, kommt schnell hier, Alter. Unglaublich. Wirklich. Sind das die Mitarbeiter des Monats, oder was? Jungs, ich verstehe, hier sind Alien-Eier gesammelt, in denen sie schlüpfen könnten. Und das sind Köpfe, Alter. Voll krass. Verdammt, Jungs, das erinnert mich an Dracheneier. Schaut, hier gibt es einige Kisten. Wow, hast du es auch gesehen? Und da drin? Dieser ist leer. Und was, wenn das ein Schrank für unsere Köpfe ist? Hier sind irgendwelche außerirdischen Flüssigkeiten. Jemand hat hier Humanoiden gezüchtet. Jungs, wir retten hier gerade die Bewohner unseres Papierplaneten. Aber wusstet ihr, dass 42% unserer Zuschauer außerirdische Aliens sind?
42%, sie kommen einfach, schauen und gehen. Außerirdische. Außerirdische. Kommen und gehen. Leute, seid keine Außerirdischen. Werdet Bürger unseres Papierplaneten. Es ist ganz einfach, die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Scrollt unter dieses Video, findet den roten Abonnieren-Button und macht ihn grau. Und den Bürgern unseres Planeten vielen Dank. Wow, Jungs, was ist das? Was passiert? Was ist hier los? Die Aliens schießen auf die Erde. Wir müssen hier weg in den Tunnel. Schnell in den Tunnel! Das ist ein Erdbeben. Oh, Jungs, das war knapp. Hier sind wir wohl in Sicherheit. Jungs, das ist ein Kontrollblock. Hoppla. Alter, schaut euch mal den Generator an. Er versorgt den ganzen Bunker mit Strom. Jungs, ich sehe hier noch 3 Räume. Verdammt, ich liebe es, uns in Videos über Karton zu trennen. Also, Sergej, was hast du da? Ich habe hier Kopfhörer. Hier gibt es nur ein Rauschen. Hör mal, bitte. Lass uns versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Oh, da ist eine Art Antenne. Und das sieht aus wie ein Joystick. Ich kann diese Antenne damit steuern. Ich versuche mal, ein Signal zu bekommen. Also, ich versuche mal so. Verdammt, es ist ja schwach. Ich versuche jetzt nochmal und ihr schaut euch um, bitte. Schaut mal, was ich hier habe. Das sind 2 Telefone wie beim Präsidenten. Alle Präsidenten haben solche Telefone, weil sie nicht abgehört werden können. Schaut, hier sind die Telefone der Präsidenten. Österreich, Albanien, Deutschland, China, Russland, die USA, die Ukraine. Cool, lasst uns einen Präsidenten anrufen und sehen, wie es ihm geht. Wir rufen den in den USA an. 0, 1, 2... Oh nein, die USA wurden übernommen. Da sind Alienstimmen. Ruf in Deutschland an. Okay, Deutschland. 011. Guten Abend. Guten Abend, Herr Olaf Scholz. Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, uns geht's auch gut. Nein, danke. Wir brauchen keine Hilfe. Wir schaffen das alleine. Alles wird geklärt. Ja. Moment. Ich höre etwas. Hört mal. Erdbewohner. Sie werden euren Planeten in einer Stunde zerstören. Erdbewohner, wir werden zuerst... Habt ihr das verstanden? Wir haben eine Stunde, um diesen Planeten zu retten. 3 Tunnel, es ist an der Zeit, sich aufzuteilen. Also viel Glück, Jungs. Auf geht's. Los geht's. Oh. Los, Jungs. Aber Abonnenten, unterstützt uns mit einem Like. Wir geben unser Bestes für euch. Oh, schaut mal, eine Art Weltraumflüssigkeit. Igitt. Ich weiß nicht, ob sie ansteckend ist oder nicht. Oh. Ja, Igitt, sie ist überall. Oh, Igitt. Oh, ich bin voll besaubert. Hoffentlich werde ich nicht zu einem Alien. Was ist das für ein Raum? Also, ich sehe hier einige Plakate. Das haben wir doch nicht gesehen. Diese Wesen haben uns angegriffen. Wir haben sie auf der Straße gesehen. Bedrohungsstufe 1. Nicht super gefährlich, aber trotzdem. Waffe, Intellekt. Wie ich schon sagte, beeinflussen sie den Verstand. Gut, dass wir im Bunker sind. Hier ist ein Kontrollpanel. Ich werde mal versuchen, den Knopf zu drücken. Wow, das ist der Weltraum. Der ganze Weltraum, als ob er echt wäre. Direkt hinter in 3D. Das sind außerirdische Technologien. Hier sind wir, das ist unsere Erde. Unglaublich, stellt euch vor, wie diese 3D-Bildschirme in der Luft schweben. Wie bei Tony Stark. Ich hoffe, nur in 10 Jahren haben wir überall solche Hologramme. Und wir können einfach in eine andere Welt leben. Und stellt euch vor, wir werden alle diese Bildschirme mit Handbewegungen steuern können. Was ist das hier, ein Telefon? Hä? Es sieht nicht modern aus. Das Telefon klingelt. Hallo? Sergej, du hast eine wichtige Mission bekommen. Du musst den Planeten vor den Außerirdischen retten. Das Leben der ganzen Welt liegt in deinen Händen. In diesem Bunker eine Rakete versteckt. Sie muss gegen das fliegende UFO abgefeuert, um es zu zerstören. Du bist unsere letzte Hoffnung, Sergej. Ja, General, ich habe verstanden. Alles wird da getan. Ich habe gerade die Anweisungen vom General erhalten, wie wir den Planeten retten können. Ich muss die Jungs schnell finden und ihnen den ganzen Plan erklären. Boah, wo bin ich hier gelandet? Aha. Das sieht aus wie eine Waffenkammer. Mit allen möglichen außerirdischen Geräten. Hier gibt es Lichtschwerter. Mal sehen. Wow, das Ding ist gefährlich.
Wow, eine Papppistole. Krass, was gibt's hier sonst noch? Also irgendwelche normalen außerirdischen Blaster, nichts Besonderes. Und das ist ein kleiner Basketball. Lasst uns mal schießen gehen. Also? Habt ihr das gesehen? Dieser Blaster kann einfach so Dinge vergrößern. Wo könnte ich die Anzahl der Abonnenten für den A4-Kanal finden? Da ist er doch. Die Zahl von Abos fängt an zu wachsen. Ah nein, sie hat sich wieder verkleinert. Ja, hier hilft uns keine Magie weiter. Sie kann nicht die Anzahl der Abonnenten beeinflussen. Nur ihr Leute könnt das tun. Wenn ihr auf einem Handy schaut, dreht den Bildschirm um, findet den roten Abonnieren-Button und klickt drauf. Nur so könnt ihr die Abonnentenzahl des Kanals erhöhen. Seid keine Aliens. Also, was ist das hier? Wow, ein Armband. Ist das, was ich denke? Es gibt einen Kartenschalter. Aha, hier ist eine Rakete. Ich werde mich ernähren. Also, und was ist das hier? Ich habe dieses Ding in Filmen gesehen. Es sieht so aus, als würde es Erinnerungen löschen. Wo bin ich? Was machen wir hier? Sind wir in einem Kartongefängnis? Habe ich etwa meine Erinnerungen gelöscht? Ich Dummkopf. Was ist das hier? Eine Karte? Eine Rakete? Also, Vlad, reiß dich zusammen. Schau dich schnell um. Eine Kanone, ein Ball, eine Schutzweste. Aha, probieren wir es aus. Also ja, bereite ich mich auf einen Kampf vor. Vielleicht sind die Jungs in eine Falle geraten und ich sollte sie retten. Aber es sieht so aus, als wäre ich schon zurück. Ich sollte hier lang. Übrigens, ich könnte dieses Ding hier benutzen. Und ich möchte, dass alle Abonnenten und alle Menschen auf der Erde die Geschichte vergessen, wie ich während einer Dreharbeit in eine dörfliche Toilette gefallen bin. Ja, es sah nicht gut aus. Also, lass uns das löschen. Kannst du dich dran erinnern oder nicht? Es hat geklappt! Endlich werden alle diese Geschichte vergessen. Weiter geht's. Also, hier ist irgendwie ein Tunnel mit Hindernissen. Wahrscheinlich sollte man sie nicht berühren, also klettern wir vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also. Mist, berührt! Dort hat anscheinend ein Alarm ausgelöst, Alter. Und er hat mich irgendwie wirklich erschrocken, Alter. Jetzt ist schwer zu atmen. Hauptsache, ich muss hier meinen Alarm irgendwie... Also irgendwelche Sensoren misst. Wie geht der Sauerstoff aus? Was war im Helm? Oh. Wahrscheinlich kann nur dieser Helm mich retten. Da ist eine Tür. Wir müssen weiter... Also, hier ist ein Hebel. Vielleicht kann er mir helfen, den Sauerstoff einzuschalten. Mist, ich glaube, ich habe in diesem Hebel die Schwerelosigkeit eingeschaltet. Was passiert? Überhaupt der Raum hier, was ist das hier, Alter? Planeten, Gegenstände, Alter. Was geht hier ab, Alter? Dieser Hebel hat die Schwerelosigkeit eingeschaltet, den Sauerstoff. Schwerkraft, Mist, ich werde hochgehoben, Alter. Was geht? Ich muss dringend einen Ausgang finden. Ich denke, in diesem Raum gibt es eine geheime Tür, denn im Bunker kann man kein Raum mit Sackgasse sein, Alter. Was ist hier los, Alter? Vielleicht hinter dem Poster, Alter. Ich glaube... Oh! Oh, ich glaube, ich hab's gefunden. Ich werde versuchen, es aufzubrechen. Wir müssen schnell weg hier, Alter. Krass, was für ein riesiger Bunker. Ich krieche schon seit 5 Minuten durch diesen Tunnel. Oh, endlich, ich finde einen Raum. Stehen bleiben, Sergej. Was machen wir hier? Kolbierkurf. Jungs, erklärt mir, was hier los ist. Ich habe versehentlich mein Gedächtnis gelöscht und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Du hast dein Gedächtnis gelöscht? Ja. Das ist krass, verdammt, das sind alles Alien-Dinge. Also erzählt mir, was passiert ist. Wir werden von Aliens angegriffen, Mann. Ich habe Kontakt mit dem Kommandanten aufgenommen und Vlad, wir müssen die Erde retten. Ach, Jungs, ich habe eine Raketenkarte, schaut nur. Seht ihr? Sie ist dort. Kurz gesagt, wir müssen jetzt die Rakete in das Hauptquartier der UFO schließen. Was ist das für ein Blaster, hä? Das weiß ich nicht. Ich schieße auf die Cola. Wow. Das ist eine Vergrößerungskanone. Schieß doch auf den Chupa Chups.
Wow! Wow, Junge! Krass! Wenn ihr so eine Waffe hättet und die Möglichkeit, etwas mehrmals zu vergrößern, was würdet ihr vergrößern? Ha, was sagt ihr? Den Mülleimer zu Hause, weil ich nie genug Platz für den Mülleimer habe. Ich würde die Kommentare unter diesem Video vergrößern, um das Zehnfache! Ich würde meinen Bizeps vergrößern. Abonnenten, schreibt eure kreativen Ideen, was ihr vergrößern wolltet. Ich denke, der coolste Kommentar wird die Anzahl der Videos auf dem A4-Kanal sein. Also, was haben wir noch? Schaut mal, einen Knopf, Alter. Ich werde versuchen, ihn zu drücken, Alter, hier. Oh. Wow, Jungs. Das ist echtes Weltraumessen, ey. Krass. Also, Jungs, probiert mal. Was habt ihr da? Suppe? Komisch. Ich hab Buchweizen. Mmh. Was denn? Ich habe einen Fischkotelett. Sergej, du hast echt seltsame Vorlieben. Warum sind wir überhaupt hier? Um den Planeten zu retten, also müssen wir weiter. Du hast die Rüstung, also gehst du voran. Ja. Jungs, hier ist alles klar. Ein seltsamer Ort. Was sind das für Kisten hier? Komm, Jakob, was ist das für ein Raum? Wow. Nein, ich gehe da nicht rein. Geh du, ist leer drin. Na gut. Also? Na, wie sieht's aus? Sieht wie ein gewöhnlicher leerer Raum aus, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal die Tür schließen. Na, Vlad, was los? Alles ist gut, es ist dunkel hier. Oh, ein Knopf, Sergej. Was? Vlad! Was ist das? Vlad! Was passiert, Alter? Oh! Vlad, was ist mit dir passiert, Mann? Krass. Vlad! Er versucht uns etwas zu zeigen. Schnell, komm, wir müssen ihn zurückholen. Wir sollten den Knopf wieder drücken, Mann. Nein. Du hast uns echt erschreckt. Und wie ich mich erst erschrocken habe. Was ist das für eine Kiste? Ich weiß es nicht, aber ich werde mal nachschauen. Du willst da reinkriechen, Mann? Es sieht so aus, als müsste man sich hier reinlegen. Sergej! Was ist passiert? Sergej! Okay. Oh! Stillgestanden! Nein, mach das nicht, du wirst doppelt so groß machen! Sergej, bist du das? Sergej ist zum Außerirdischen geworden! Ich verstehe gar nichts. Geh zurück! Sergej? Krass! Sergej, du hast uns echt erschreckt, Alter. Ich war gerade im Körper eines Außerirdischen. Und wie war's? Ich habe aus der Ferne mit einigen Außerirdischen gesprochen. Krass. Wo sind meine Brillen? Oh. Aber mein Sehvermögen ist übrigens dasselbe geblieben. Deshalb habe ich die Brille genommen. Na los, Jungs, lass uns in den nächsten Raum gehen, ey. Also, was ist das für ein Ding hier? Verdammt, es lebt! Verdammt! Ich muss gehen. Leute. Was ist los? Da war etwas Lebendiges im Kasten. Okay, was haben wir hier? Lasst mich mal sehen. Jungs, wir können hier einige Labortests und Analysen durchführen und das Gehirn scannen. Wow. Lasst uns herausfinden jetzt, was für ein Organismus Vlad hat. Au, verdammt, ich bin gespannt, was die Tests zeigen werden. Mann, Jungs, das ist ja kein normales Labor. Scheint alles normal zu sein. Ein normaler Mensch, das Herz schlägt, das Gehirn ist vorhanden. So, Vlad, komm raus. Und was, wenn du, Sergej, wieder zu einem Außerirdischen wirst und wir schauen uns an, aus was ein Außerirdischer so besteht? Gute Idee. Ich bin gleich zurück. Mach das. Vlad, schau mal, was ich gefunden habe. Krass, ich kenn das Ding. Moment, ich mach das Licht aus. Das ist eine Tesla-Kugel. Wie funktioniert das? Ich kann das überhaupt nicht erklären. Lass mich probieren. Wow, Sergej, cool. Wie fühlst du dich in dem Körper? Du fühlst dich irgendwie weich an. Los, komm, Alter, leg dich hin. Okay. Das Herz schlägt einmal pro Minute. Es zeigt doch, dass kein Gehirn vorhanden ist. 200 Atemzüge pro Minute, stell dir vor. Wow, das sind Werte. Okay, Sergej, komm raus. Okay, Sergej, lass uns etwas überprüfen. Erzähl mir, was du gefühlt hast. Ich verstehe überhaupt nichts. Na, was ist los, Sergej? Es waren immer seltsame Gefühle. Jungs, wisst ihr was? Ich habe gesehen.
wie sie uns bereits verfolgen. Wer? Die Außerirdischen, sie haben unseren Bunker entdeckt. Lasst uns abhauen, Leute, los, weiter. Los. Da ist eine Tür. Da durch. Wow, Jungs, das sieht aus wie ein Reaktor. Aber seid vorsichtig, das hier könnte alles radioaktiv verseucht sein. Schaut, was das hier ist. Wow, das sieht irgendwie extrem cool aus. Und was ist das für ein Gerät? Jungs, das ist eine Bazooka. Genau, ein Außerirdischer verfolgt uns. Lasst sie uns laden und ihn stoppen. Und wo ist die Munition? Seht mal, hier gibt es irgendwelche radioaktiven Neonstäbe. Also? Sergei, gib mir das. Da drüben, das Fach da oben. Los, pack es ein. Jungs, Schritte, Schritte. Das sind die Außerirdischen. Kabirkov, lad die Kanone. Schritte, Kabirkov, geladen. Los. Ja, los. Er kommt, er kommt, er kommt. Schieß. Das ist anscheinend eine Gefrierkanone. Wir haben den Außerirdischen eingefroren. Oh, er bewegt sich nicht. Wirklich, lasst uns schnell hier abhauen, bevor er auftaut. Schaut nur, was ist das da? Opa. Krass, die Türen drehen sich. Jungs, schaut euch diese riesige Rakete an. Fast so groß wie ich. Sie wird uns helfen, das feindliche Schiff zu zerstören. Aber jemand muss zielen. Lasst mich mal ran, Jungs, ich kann das. Also, ich sehe es. Wow, Jungs, ich sehe es. Ich hab gezielt. Jungs, ich halte sie im Visier. Ich öffne die Luke. Ich halte, los, Jungs. Okay, bereit zum Starten. Oh, Jungs, wir müssen rennen. Und start! Sie ist weg. Jungs, wir müssen schnell hier weg. Ab zum Teleporter. Rein da. Komm, Kabirkov. Los, ganz ruhig. Jungs, das ist der Ausgang zur Straße. Ah, raus da. Komm schon. Jungs, die Rakete. Rakete. Ah. Ja. Ja! Wir haben das UFO gesprengt. Gut gemacht, Jungs. Ja. Wir haben den Planeten wieder einmal gerettet. Also, Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm einen Daumen hoch, weil wir haben uns für euch angestrengt. Das war ich. Ich war Vlad A4, Sergei Kabirkov und tschüss an alle. Hey.